Hallo bei Urban BNB. Heute zeigen wir euch mal einen der schönsten Teilorte von Stuttgart. Wir sind hier in Rothenberg. Hier entstand Württemberg. Da zeigen wir euch aber gleich später noch was dazu. Von hier aus schaut man natürlich ganz fantastisch auf Stuttgart. Aber auch das sehen wir nachher noch besser. Da unten ist das Stadion. Hier ein kleiner Aussichtspunkt. Auch wirklich sehr schön. Wir sitzen da drüben bei der Genossenschaft. Ein kleines Fläschchen Wein kaufen. Käse dazu, hier sitzen und dann willkommen im Schwabenland. Das ist Stuttgart. Hier sieht man natürlich auch mal die hügeligen Geschichten. Da unten haben wir den Teilort Ulbach. Herrlich der Wein, der jetzt demnächst geerntet wird. Herrliche Gaststätten. Hier gehen wir jetzt nachher hoch auf die Grabkapelle und erzählen euch später was dazu. Ja, wir sind weiter hier in Rothenberg, lauf gerade hoch zur Grabkapelle. Dort stand die Stammburg, wie Württemberg hier entstanden ist. 1234 ist dieser Ort hier entstanden. Und schaut mal, das ist Stuttgart. Da schlägt das Schwabenherz gleich höher. Einer der romantischen Orte gehen wir jetzt, die Grabkapelle. Ein ewiger Liebesbeweis, der König hier, Wilhelm I., hat seine früh verstorbene Frau hier verewigt. Als Liebesbeweis hat er die alte Burg abgerissen, die auch bloß noch eine Ruine war. Und dann hat er die Grabkapelle dafür hingestellt. Da gehen wir jetzt hin. Hallo, jetzt sind wir direkt hier vor der Grabkapelle. Einer der romantischen Orte in Baden-Württemberg. Müsst ihr gesehen haben, müsst ihr vorbeigehen. Natürlich haben wir heute auch noch traumhaftes Wetter, Kaiserwetter. 1819 ist die Frau verstorben vom König, Katharina. Und als Liebesbeweis hat er diese Kapelle gebaut, hat die alte Stammburg von Württemberg hier abgerissen. Und jetzt sehen wir hier die Grabkapelle, wo auch der König beerdigt ist. Und jetzt gehen wir noch die Aussicht genießen. Das ist Stuttgart. Ja, schaut euch das mal an hier. Hier unten gegenüber Stuttgart-Wangen. Wir sehen das riesengroße Daimler-Komplex hier. Wir sind in einer Autostadt natürlich. Vorhin ist das Stadion, das Fußballstadion. Und ganz hinten hinter dem Stadion sieht man ein bisschen schon den Aufbau vom Volksfest, das Riesenrad etc. Ja, haben wir euch einen der schönsten Orte hier gezeigt in Stuttgart, Stuttgart-Rothenberg. Müsst ihr hin, Urban BNB, falls ihr eine Übernachtung braucht, fragt ihr uns. Und wenn ihr noch ein paar Tipps wollt, fragt ihr uns. Und genießt es.